Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Und willkommen zu einem kleinen neuen Mini-Let's Play. Naja, nachdem ich die Hauptstory von To the Moon durchgespielt habe und die mich so berührt hat, dachte ich mir, spiele ich jetzt auch die beiden Minisoden. Ja, die spielen wohl beide noch um Eva und Neil. Und ja, wir sehen ja, dass Neil schon wieder nur Schabernack im Kopf hat. Aber dann starten wir mal. Hey, Eva! Komm in mein Büro, es gibt etwa... Neil, wo bleibst du? Das Meeting hat bereits vor einer Stunde angefangen. Was? Moment mal, heute ist gar kein Meeting. Ja, und ich bin nicht dämlich. Zweimal am selben Tag. Wirklich. Außerdem ist es nicht ungefährlich. Was, wenn es mir auf den Kopf fällt, ohne vorher umzukippen? Aber es war... Aber dir war egal, dass es auf meinen Kopf fällt. Das ist was anderes. Du hast einen ziemlich dicken Weg. Ziemlichen Dickkopf. Also dem würde dabei wahrscheinlich nicht so viel kaputt gehen, ne? Ich habe dich immerhin einmal erwischt. Entschuldige bitte, dass ich so nett war, dir eine Chance auf Revanche zu geben. Aber im Ernst, komm mal vorbei. Es gibt dir etwas, was ich dir zeigen möchte. Nur einen Augenblick noch. Möchtest du nicht unten bei der Party mal vorbeischauen? Vielleicht später. Bring mir einen Drink mit, falls du gehst. Ah, wir spielen Eva. Ach ja, die beiden. Haben sich lieb wie immer. Büro von Dr. Eva Rosaline. Und wissen Sie auch, wo ist das? Robert Lynn. Geh mal in unser Büro. So sieht also Evas Büro aus. Liebes Tagebuch, heute habe ich... Ups, ich sollte mein Tagebuch nicht einfach so hier rumliegen lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt Tagebuch schreibst, Eva. Am besten, ich schließe es gleich weg, bevor es jemand sieht. Ja, ist besser so. Stell dir mal vor, Neil findet dein Tagebuch. Das ist ein ziemlich großer Schrank. Schreibtisch. Also, ein ziemlich großer Schreibtisch. So, jetzt könnten wir... zu Neil gehen? Hey, es ist noch nicht fertig. Wie lange brauchst du denn? Beeil dich mal ein bisschen. Die Tür ist abgeschlossen. Wir rufen Dr. Neil Watts. Und Dr. Roxanne Winters. Okay. Was für eine Party findet denn hier statt? Dr. Willis Macmillan? Dr. Timer Macmillan? Verheiratet oder Geschwister? Dr. Eddie Doyle? Dr. Lisa Vasquez? Okay. Toiletten.
Mit Doppeltüren. Interessant. Jetzt mal, dass keine dieser Türen aufgeht. Was steht denn auf diesem Schild? Dr. WC. Also ein gemischtes WC. Ja gut, warum nicht? Dann rufen wir mal auf zurück und gehen nach unten. Was? Da fällt mir gerade ein, könntest du mir auch ein Stück Kuchen mitbringen? Woher weißt du, dass es Kuchen gibt? Es gibt immer Kuchen und ich will ihn haben. Ja, Kuchen hätte ich jetzt auch so gerne. Ich habe so Hunger. Nun gut, such dir eins von beiden aus. Ich bin nicht deine Kellnerin. Also, was von beiden möchtest du? Neil? Ich denke nach. Hör mal, ich muss weitermachen. Ich rufe später nochmal an. Oh, hey Eva. Roxy, alles in Ordnung? Hm? Oh, naja, wir sind nach draußen gegangen, um etwas aus dem Wagen zu holen und... Naja, du kannst es dir vorstellen. Sie sind wieder da, hm? Nun, du weißt ja, wie es um diese Jahreszeit ist. Hör mal, erzähl es nicht den anderen, okay? Ich möchte nicht, dass sie deswegen beunruhigt sind. Hm, vielleicht hat sich das Problem zum Ende der Party ohnehin gelöst. Ich hoffe es. Komm, lass uns schauen, was die anderen gerade treiben. Mhm. Okay. Von wem wurdet ihr denn mit Tomaten beschmissen? Irgendjemand, irgendwelche Feinde der Firma, schätze ich. Die nicht so toll finden, was ihr macht. Hallo! Liebe Partner, was wird denn hier so gefeiert? Das ist doch Lisa Vasquez. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Eva. Da wir heute volles Haus haben, durfte Eddie was trinken. Und nun hört er nicht mehr auf zu reden. Vielleicht braucht er einfach jemanden, der ihm zuhört. Ja, das ist es ja gerade, was ich fürchte. Ach komm. So schlimm kann das doch nicht sein, oder? Weißt du, was mich stört, Lisa? Wir können Erinnerungen ändern, aber ich schaffe es nicht, mein Haar so üppig wie Logans oder so ein... seidig wie deins zu gestalten. Ernsthaft. Deine Haare. Ja, eine Tragödie. Schöner Hut. Okay. Dann reden wir mal den Herrschaften hier drüben. Dr. Logan Boswell. Hey, Eva. Hey, wie lief euer letzter Auftrag? Ich habe gehört, es gab einige Schwierigkeiten. Ja, eigentlich okay. Es gab nur einige bürokratische Hürden. Aber ich möchte jetzt nicht an die Arbeit denken. Davon wartet später noch genug auf mich. Na gut, ich stelle es mir aber schwer vor, bei der Arbeit auf einer... praktisch einer Party der Arbeit nicht an die Arbeit zu denken. Taima und ich diskutieren gerade über unsere Vorliebe für frühe Barockbilder. Sie sind alle herrlich. Oh, okay. Ja, das sind sie. Eva, Liebes. Guten Tag, Taima. Du hast mir noch gar nicht auf meine E-Mail über meine Neffen geantwortet. Dabei habe ich sogar ein Foto beigelegt. Beigefügt. Danke, aber ich bin momentan nicht auf der Suche.
Nein, das ist wirklich so eine Schrulle, die einen unbedingt verkuppeln möchte, weil sie denkt, in deinem Alter kann man doch nicht Single bleiben. Oh nein, mich sollte die Leute. Oh, ich kann die einfach nicht ausstehen. Ich kann diese Eigenschaft an Leuten einfach nicht ausstehen. Sagen wir es so. Oh. Wegen Neil, nicht wahr? Was? Nein! Ha! Doch, wegen Neil! Ich vermische unseren berufliche und private ungern berufliche und private Angelegenheiten. Aber du magst ihn. Wow, ein Grund mehr, warum mein Neffe perfekt für dich wäre. Bitte nicht. Hör auf. Ihr zwei werdet so glücklich sein. Nein, sie hat kein Interesse, Leute. Oh, natürlich hört sie nicht zu. Hey, Willis. Ich glaube, Logan flirtet mit deinem Mädel. Moment mal, was? Die geht nirgendwo hin. Och, ich weiß nicht, Willis. Logans Gesang ist engelsgleich. Ist er das? Ja, Willis, und ich habe gehört, er ist auch ein ausgezeichneter Tänzer. Bin ich das? Nun, ich habe noch 3 Haarsträhnen auf meinem Kopf und jeder einzelne von ihnen ist bereit, sich mit ihm auf dem Parkplatz zu messen. Okay, das wird mir jetzt zu seltsam. Erstmal hier schön für Unruhe sorgen, Eva. Ich mag dich, immer noch. Ich weiß, es ist schwer, nicht darüber nachzudenken, aber sich Sorgen zu machen, ändert auch nichts. Ich weiß, aber... Was hat sich deine letzte Patientin gewünscht? Hm? Oh, naja, sie wollte die Welt bereisen. Und, hat sie das? Ja, wir waren an so vielen Orten. Es waren sogar einige dabei, die ich noch nie besucht habe. Sie war überglücklich. Klingt, als wäre sie für deine Arbeit sehr dankbar gewesen. Mhm. Du hast vielen Leuten geholfen, Roxy. Und ich bin mir sicher, wenn sie zu dir sprechen könnten, würden sie dir genau das mitteilen. Was da draußen vor sich geht, ändert nichts daran. Mag sein. Ich fühle mich wirklich etwas besser, wenn ich daran denke. Danke, Eva. Es ist Weihnachtszeit. Lass dir nicht die Stimmung verderben. Mhm. Also Weihnachtsfeier feiern die mir hier gerade. Und Eva ist die gute Seele der ganzen Corporation. Aber sie hat ja auch vollkommen recht. Sie helfen den Leuten ja damit, dass sie in ihren Erinnerungen sind. Und sie haben vorher auch die Erlaubnis bekommen, von den Leuten in ihren Erinnerungen sein zu dürfen. Von daher verstehe ich nicht, wo die anderen Gegner dieser Corporation ihr Problem haben. Du möchtest Kuchen und Getränke. Also holen wir mal Kuchen und Getränke. Kuchen oder Getränke? Er nimmt den Kuchen. Kann ich den Kuchen nicht nehmen? Okay, dann bekommst du keinen Kuchen und keine Getränke, Neil. Aber ich kann hier nichts mehr machen. Hm. Neil? Es ist besetzt? Neil! Nicht, was hast du wieder angestellt, Junge? Nicht, dass er sich selbst vielleicht... Oh.
Netter Versuch, aber diesmal gibt es keinen Wassereimer. Alles in Ordnung? Du wirktest abgelenkt. Was? Ja, alles okay. Mir geht's gut. Ich glaube nicht, dass es dir gut geht, Neil. Egal, ich bin fast fertig. Ich rufe durch, wenn es soweit ist, Eva. Okay, zurück an die Arbeit. Na dann. Was machst du da, junger Mann? Was stellst du wieder für Blödsinn an? Ich wünschte, ich hätte Haare so gefährlich gut aussehen, dass ich dafür einen Waffenschein bräuchte. Du bist halt ein Träumer, Eddie. Du mit deinen Haaren. Was ist dein Problem mit deinen Haaren, Mann? Verschanzt sich nie mal wieder in seinem Büro. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Keine Ahnung, was er da treibt. Ich mache mir nur Sorgen. Übrigens, danke, dass du gestern den zweiten Auftrag übernommen hast, Willis. Ich gehört habe, verlief es gut. Es gibt nicht viel, was ich noch nicht gesehen habe. Die letzte Zeit war schon ziemlich hektisch. Meinst du nicht, du solltest vielleicht einmal, naja, eine Pause einlegen? Unter ihm auch. Dann mach dir keine Sorgen. Wir haben immer noch Schwung in unseren alten Knochen. Also, manche Patienten wählen lieber uns, weil wir Mitarbeiter mit etwas mehr Lebenserfahrung haben. Gib einfach auf dich Acht, Willis. Auch du hast deine Grenzen. Eva, es beruhigt mich zu wissen, dass mein Schicksal eines Tages in deinen Händen liegen wird. Ey, sei nicht so negativ. Wo ist Neil? In seinem Büro. Ich weiß auch nicht, was er dort treibt. Wie üblich. Verstehe. Macht ihr euch alle keine Sorgen? Falls du deine Meinung zu meinem Neffen ändern solltest, sag mir einfach Bescheid, Liebes. Er ist ein guter Fang. Ist da Alkohol drin? Keine Ahnung. Ich glaube, da ist einiges an Alkohol drin. Vielleicht soll Eva sich eher was davon gönnen. Dann erträgt sich vielleicht diese alte Dame etwas besser. Ich liebe das Geräusch vom knirschenden Schnee unter den Füßen. Das ist wie Luftpolsterfolie für die Stiefel. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder richtig schneit. Hallo, wer bist du? Was machst du? Hallo. Hast du alles, was wir brauchen? Ja. Dr. Robert Lynn. Geh jetzt nicht nach draußen, Eva. Ich weiß, Roxy hat es mir bereits erzählt. Sie ist aufdringlich, Nervensägen. Sieht so aus, als wollen sie noch eine Weile bleiben. Oh Mann. Ja? Es ist soweit, Eva. Komm vorbei, sobald du kannst. Na, dann kommen wir halt mal vorbei. Und schauen, was Neil angestellt hat. Mach dich einfach auf das Schlimmste gefasst, Eva. Mach die Tür zu. Warum? Weil dieser Computer eigentlich zum Arbeiten gedacht ist, wie du dich vielleicht erinnerst.
Wenn Rob das sieht, wird er wieder sagen, na, wieder mal am Faulenzen, Neil. Mi, 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 mi. Okay. Wir machen die Tür nicht zu. Was ist das? Hier, setz dich. Oh nein, Origami-Hase. Kommt da Erinnerung auf? Bitte sag mir, dass du das selber gefaltet hast und nicht die ganze Zeit aufgehoben. Beruhig dich, da waren hunderte davon. Du hast es geklaut und zu lange aufgehoben, Neil. Ernsthaft? Außerdem ist es hier nicht so, als ob Lily und ihre Kinder sie noch brauchen würden. Und was willst du damit? Deine Erinnerung auf Trab bringen zum Beispiel. Jetzt starte das Programm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ach komm schon, es war viel Arbeit, es zu erstellen. Oh Mann. To the moon. A game by Neil Watts. Was? Tada! Das ist total respektlos. Hey, hab dich nicht so. Videospiele sind eine Kunstform. Die Gesetze dazu gibt's doch schon seit Jahrzehnten. Ja, aber wenn das hier bekannt wird, werden sie vielleicht wieder einkassiert. Du kannst mich nicht beleidigen, Eva. Du hast es ja noch nicht mal gespielt. Komm schon, probier's mal aus. Oh. Okay. Süß. Wie süß. Oh. Pixel Art in Pixel Art. Okay. Ein Regenschirm. Gut, wir haben jetzt den Regenschirm und jetzt. Ich will das Schnabeltier, aber ich komme nicht hin zum Schnabeltier. Schnabi! Oh. Das ist süß. Kommt es dir bekannt vor? Ja, kommt es. Hattest du völlig was von Pac-Man? Okay. Into the Moon, Pac-Man. Ja, da komme ich wahrscheinlich nicht durch, oder? Doch. Hm. Ups. Ah, mach was du... Nicht so machen, was du willst, Controller. Süß. Mann. Kann ich zurück? Oh, Manno. Ich wollte... Unten lang. Ach, macht eh keinen Unterschied. Das war das Glas eingelegte Oliven, glaube ich. Was wir gerade eingesammelt haben. Leben! Ja! Ups. Ja, wir sterben gleich. Was ist das denn? Nichts Gutes. Date!
steht. Wow, nie. Rechtschreibung ist nicht unbedingt dein Fach. Irgendwie erinnert mich das Ganze an Pokémon. Warum auch immer. Geh doch nach unten, Controller. Bin nicht so. Warum auch immer mich das an Pokémon erinnert. Also diese ganz alten Pokémon-Teile. Was, warum? Was habe ich denn jetzt vergessen unterwegs? Och Mann, irgendwas habe ich vergessen. Eigentlich soll ich mich einfach töten lassen. Okay, was habe ich vergessen? Okay, ich hatte die Oliven nicht dabei. Kann natürlich nicht ohne Oliven aus dem Haus gehen. Kann man sich eigentlich mehr Herzen zulegen, als man hat? Wenn man diesen Ring benutzt? Nein, kann man nicht. Diesmal bin ich sogar ohne Schaden zu bekommen durchgekommen. So, bitteschön. Oh, hallo, wir sind im Leuchtturm. Oh, der tote Hase. Ja. Was? Controller. Also in dem Spiel ist die Controllersteuerung vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl. Das ist einfach nur echt liebst. Herz allerliebst. Okay. Eva? Häschen? Eva. River. Also... ja. Solche Spiele habe ich in deinem Alter auch gemacht. Willis, hallo! Was zum... Wie niedlich, der fliegende Kopf. Sollst du das sein, Neil? Wie lange steht ihr schon hier? Mal wieder am Faulenzen, was? Mann, ich wusste doch, dass er das sagen würde. Raus aus meinem Büro, Leute. Das ist mein privater Bereich. Das ist ein Büro, deswegen ist es eigentlich dein Geschäftsbereich. Und nicht dein privater Bereich. Kusch! Neil ist zu empfindlich. Siehst du, Eva, genau das passiert, wenn man die Tür offen lässt. Ich glaube, ich gehe mir etwas die Beine vertreten. Mir ist gerade aufgefallen, dass du meinen Drink vergessen hast. Spiel so lange ruhig weiter. Ich würde lieber mit dir was trinken gehen, Neil.
das eigentlich für Dinge, die man da hat? In diesem Fall. Ach, man muss die von da drüben einsammeln und... Okay. Oder man muss sie doch nicht einsammeln? Dann verstehe ich auch nicht, was man hier machen soll. Ach, man muss das Richtige mitnehmen. Das, wo das Schnabeltierchen mit bei ist. Dann geh mal vorbei, Kopf. Ja, das war dumm, ich weiß. Meine Güte. Nein. Ich will nicht sterben. Da oben war, glaube ich, noch ein Herz gelegen. Also hole ich jetzt erstmal das Herz. So. Oh, noch ein Herz. Ja. Was? Ich habe da jetzt nicht aufgepasst. Was ich da machen soll, okay. Schnabeltierchen. Hallo, du bekommst das Schnabeltierchen. Oh, und seht mal. Das ist der Hase. Der Hase. Und der Bauch ist... Der gelbe Bauch ist der Mond. Ist der Tag, an dem River und John sich das erste Mal trafen. Ist das einfach süß gemacht oder ist das süß gemacht? Okay. Okay. Eva ist der böse Endgegner, ernsthaft? Was sagst du denn dazu, Eva? Hey, Eva, wo's... Sie hin? Eva? Also in dem Büro ist sie nicht. Könnte mir ja vorstellen, hätte man als Eva hier das Tagebuch jetzt nicht weggeräumt, hätte man das als Neil lesen können. Aber wo ist sie hin? Vielleicht ist sie auf der Toilette. Das glaube ich zwar eher nicht, aber vielleicht ist sie dort. Eva? Nein, offenbar nicht. Wieso läufst du eigentlich so langsam, Nien? Ich glaube, Eva lief schneller.
Eva. Hättet ihr euch nicht begehen müssen, wär's hier unten? Du warst doch eben erst hier unten. Psst, Neil! Ja? Suchst du nach Eva? Ja, woher weißt du das? Ich habe sie vorhin auf dem Gang gesehen und sie sah verärgert aus. Oh nein. Moment mal, wieso soll das meine Schuld sein? Nun ja, wenn ich mir dein Gesicht so anschaue. Stimmt, ich würde mich auch oft aufregen, wenn du mein Partner wärst. Ihr seid so charmant zueinander. Nein, aber Eva ist meistens auf dich sauer, Neil. Aber das ist natürlich nett gemeint. Das erinnert mich an die YouTube-Kommentare, die ich manchmal so lese. Du machst das und das schlecht, das und das ist richtig mies bei dir. Aber hey, das ist nicht böse gemeint. Wollte ich nur darauf hinweisen. Was soll denn da bitte schön nett sein? Wie auch immer. Danke für die Info. Ich schau oben mal nach. Puh, sorry wegen vorhin. Was ist passiert? Du warst nicht dabei? Gut, wenigstens einer, der es nicht mitbekommen hat. Ach, du warst richtig betrunken und jetzt bist du es nicht mehr. Okay. Und dann sagtest du so etwas wie, fühl mein Haar, fühl es. Okay. Oh Mann, ich trinke nie wieder mehr als einen Schluck Bier. Ich habe gehört, du hast mal wieder irgendein Spiel in deinem Büro gespielt, hm? Gerüchte, eindeutig. Wo sind die anderen hin? Das ist sehr glaubhaft, Neil. Willis und Taima sind auf dem Weg nach Hause. Keine Ahnung, wo Robert hingegangen ist. Ich bin überrascht, dass heute niemand so einen Patienten gerufen wurde. Es war schön, mal ein ruhiges Treffen zu haben. Hey, wir haben die Party doch schon verschoben, weil Lisa und Eddie letzte Woche noch einen Patienten versorgen mussten. Und dennoch kommst du nicht einmal vorbei, um mitzufeiern. Ja, Neil. Schlechter Kollege. Sitzt nur in seinem Büro und macht seinen eigenen Kram. Und alle anderen sind ihm egal. Wie kannst du nur? Ach, ein neues Stockwerk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Eva wütend ist, weil sie der Endgegner in dem Spiel ist. Hey! Du hast das Spiel nicht zu Ende gespielt. Ich habe bereits genug davon. Bist du etwa wegen der Zombie-Evas verärgert? Du hast sie selbst erschaffen, weißt du nicht mehr? Ach Mensch, das war eindeutig ein Scherz. Ich würde dir fragen, seit wann du so verkrampft bist, aber... Na, du weißt schon. Komm her, Neil. Willst du mich schlagen? Könnte passieren, aber vielleicht will sie auch was anderes machen, Neil. Ich habe Karak One schon trainiert, weißt du? Glaub mir, meine Hände sind blitzschnell. Nicht mal ich selbst kann mich im Zaum halten. So ein Trottel. Wahnsinn. So viele waren es noch nie, was? Roxy sagt, seit heute Morgen kommen immer wieder neue dazu. Die legen sich ziemlich ins Zeug dafür, dass sie nicht bezahlt werden. Als ich mir diesen Job ausgesucht habe, dachte ich eigentlich, er wäre gut angesehen, Träume erfüllen und so weiter.
Aber nur die Toten würden uns danken. Und nur die Sterbenden stehen auf unserer Seite. Vielleicht gefällt dir nicht, wie ich arbeite, aber ich tue es zum Wohle der Patienten. Und öfter als mir lieb ist, zu deinem, damit du nicht gefeuert wirst. Ja, das machst du gut. Ist eine beeindruckende Leistung. Meinst du, sie haben recht? Hm? All die Leute dort draußen, sie kämpfen dort für was sie für richtig halten. Puh, das will ich doch nicht hoffen. Aber hey, jeder glaubt an etwas. Sie sind viele, aber vergiss nicht, dass auch viele Leute auf unserer Seite stehen. Erinnerst du dich an Lilly? Sie sind nicht so lautstark, weil zufriedene Menschen es selten für nötig halten, ihre Meinung zu tun. Ja, deswegen auch so wenig. Likes auf YouTube. Generell sind die Haterstimmen da immer größer als die, die sagen, hey, das machst du toll. Menschen sind irgendwie seltsam. Aber wir sollten daran denken, dass es sie gibt. Und uns an jeden Patienten erinnern, den wir besucht haben. Und uns daran erinnern, wie hart wir gearbeitet haben und wie sie die Welt lächelnd statt unglücklich verlassen haben. Manchmal reicht dieser kurze Moment geteilten Glücks, um zu wissen, unsere Arbeit war es wert. Bist du betrunken, Neil? Hey, ich wiederhole nur den Mist, den Rob immer von sich gibt. Alles in Ordnung. Aber wenn du mich fragst, ob unsere Arbeit eine Bedeutung hat. Ich denke schon, und wenn es nur für den kurzen Augenblick ist, bevor sie von uns gehen. Reicht dir das? Manchmal bin ich mir nicht so sicher. Wie sieht es mit dir aus? Bist du wirklich glücklich mit deiner Arbeit? Hey, ich bin einfach glücklich, dass wir einen Haufen Kohle machen. Klar, als würde dir das nicht näher gehen, Neil. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich weiß gar nicht, wohin mit all dem Geld. Beim Einkaufen sage ich immer, klar habe ich 10 Cent für eine Tüte. Ach was, hier sind 20 Cent. So bin ich halt. Weißt du, das Spiel, das du gemacht hast, es war nicht nur mies. Ich höre. Ich meine, die Grafik war veraltet und das Gameplay ziemlich schwach, aber... Ich bin überrascht, dass du dich so genau an den Fall mit Johnny und River erinnerst. Sorry, wegen der Zombie-Evas. Aber du hättest es wirklich bis zum Ende spielen sollen. All die Zombie-Evas tun sich zusammen und retten als Helden den Tag. Wirklich? Klar doch! Außerdem gibt es noch Feuerwerk und Cheerleading, während alle Johnnys und Rivers deinen Namen rufen. Vielleicht sollte ich es wirklich zu Ende spielen. Halt, nicht so ungeduldig! Ja, das Spiel läuft dir nicht davon. Du kannst es auch noch in lieber 2 Wochen spielen. Damit du den Schluss doch ändern kannst, Neil, wirklich. Hallo? Danke für das Angebot, aber wir brauchen im Moment keinen Premium-Schneeräumservice. Du solltest deine Nummer aus dem Telefonbuch streichen lassen. Es hält die meisten Vertreter vom Leib.
War nur ein Witz. Wir werden zu einem Patienten in kritischen Zustand gerufen. Moment mal, was? Dann machst du so einen Witz? Verstehe, wir sind sofort da. Meinst du das ernst? Ja, komm, wir müssen los. Über sowas macht man keine Witze. Du meinst das also wirklich ernst? Neil! Ja, und das war die erste kleine Minisode zu To the Moon. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Die Entwickler geben sich so viel Mühe bei diesem Spiel. Selbst bei diesen kleinen Zusatzinhalten. Man merkt einfach, wie viel Liebe in dem Spiel steckt. Und wie viel Kreativität. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel eigentlich hauptsächlich daraus besteht, ein Spiel in einem Spiel zu spielen. Doch, das hat mich überrascht. Positiv überrascht. Und ich finde einfach die Beziehung zwischen Neil und Eva total super. Und liebenswert. Oh. Ja. A Bird Story werde ich vielleicht auch noch spielen. Eventuell. Ja, wie gesagt. Ein wirklich tolles Spiel mit tollem Zusatzinhalt. Von der ersten Minisode bin ich schon mal echt angetan. Und ja, ich bin gespannt, wie es mit der zweiten Minisode weitergeht. Vielleicht sehen wir uns ja auch dann wieder. Bis dann. Tschüss.